geht mir echt auf den Geist. Ja, nerv mich doch nicht mit deiner scheiß Eulen. Huch. Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Oh. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Ich sag's immer wieder, ohne Frauen. Oh, ich hab grad meine eigene Apparatur kaputt geschossen, kann das sein? Was soll ich sagen? Ja, ohne Frauen würde so manches Spiel einfacher verlaufen. Oder Film, oder whatever. Ei, ist ja gut. Komm, greif den Big Daddy an, ist okay. Greif den Big Daddy an. Macht euch halt gegenseitig kaputt. Ich halte mich dann wieder raus und koch mein eigenes Süppchen. So. Denn ich habe auch nicht mehr sonderlich viel Energie. Was nicht gut ist. So. Und ich will jetzt nur heil zu diesem Fischertypen kommen. Der mir auch so schön seinen Granatwerfer spendiert hat. Oh Gott, ich höre schon wieder Geräusche. Tonikum. Was will ich haben? Gib mir das. Wenn sie mit Gegnern kämpfen, die größer Stärke sind, müssen sie jedenfalls mit der... Oh. Im Vorteil, wenn ich sie unvorbereitet treffe. Was war denn das nochmal? Verringert alle physischen Schäden. Erhöht den Rohrzang. Das brauche ich nicht mehr. Wow, schreit doch alle. Wow! Alter! Komm mal auf dein Leben klar, du olle Funz. Ich brauche Antipersonenkugeln sofort. Eieiei, ach lieber. Wo ist die Funz? Eieiei. Au, au, ich geh drauf. Ey, ich geh mal sowas von drauf. Funz, so bist du. Wo ist sie? Wo ist sie? Hä? Wo ist sie hin? Ralle ich nicht. Ralle ich einfach nicht. Die ist weg. Alter. Noch einmal so ein Schock und ich klatsch dich. Sowas von. Meine Güte. Willkommen im Zirkus. Ja, komm, Gesundheitsschub, das gefällt mir. Und ich spritze nämlich auch noch mit. So. Meine Fresse, ey. Sie wieder. Oh. Ja, ich will auch gar nicht alle Little Sisters retten. Ist auch gar nicht nötig. Ich will nur hier zu dem Typen. Lass mich rein. Ich hab schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Tür auf. Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Aha. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Alles klar. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in ihren Rohrpost, dann lass ich dich rein. Nee, ich leg hier überhaupt nichts in irgendwelche Scheißdinger. Das möchte ich haben für... Oh, ich kann das ziehen, ne? Ja. Schon besser. Weil da ist nämlich ein Tonikum. Das hätte ich gerne. Was dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Was war das nochmal? Verringert den Schwierigkeitsgrad, das brauche ich für später. Reduziert die Fließgeschwindigkeit, das brauche ich auch. Ne. Ich nehme es einfach mit und das war's. So, das Problem ist jetzt natürlich, wie ihr gerade gehört habt, wir müssen unsere Waffen abgeben. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, geil, ich habe eine Rohrzange und ein Fotoapparat. Ich bin ja so perfekt ausgerüstet. So, gib mir das nochmal mit. Eine Rohrzange und ein Fotoapparat komme ich nämlich einfach nicht weit. Oh Gott. Okay, ganz viel... Oh, 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 was geht hier ab? Irgendwas stimmt hier doch mal überhaupt nicht.
Tja, ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Wow! Ryan ist ein Penner und du... Das Ding brauche ich. Das Ding brauche ich. Komm, hack dich. Wo kann ich dich nicht hacken? Schwul! Er gehört uns! Uns! Hilfe! Ich brauche so viel Rückendeckung wie möglich. Ganz einfach. Oh fuck, ich geh drauf. Ich geh sowas von drauf. Alter! Schnell! Grill sie! Oh, ich krieg so viel Schaden! Alter Verwalter! Das ist gar nicht gut! Den will ich haben. Meiner. Hacken. Ganz schnell. Ich brauche Rückendeckung. Alter, ist das stressig. Wo geht's lang? Ich muss nach unten. Ich muss nach unten. Zack. Wo geht's runter? Da geht's runter. Zack. Zack. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich sowas von tot. Ihr glaubt gar nicht, wie tot ich gleich bin. So, meins, nein, nerv mich nicht. Ich muss das hier, ich brauch das. Ich brauche Verbandskästen. Danke. Und eine E-Spritze kann ich mir auch noch gönnen. So. Lalalala. Nerv mich nicht. Los, schießt die tot für mich. Tut das für euer Geld, verdammt. Fuck, ich will ihn rösten. Ey, du stehst mitten im Wasser, du Penner. Fühl dich geröstet. Oh Gott, ist das stressig hier. Alter, noch ein Gegner. Nicht gut. Ich hab nur eine Rohrzange. Nahkampf. Ah, stopp. Steht der wieder im Wasser? Oder ist das Öl? Oder ist das Wasser? Oh, oh. Oh, ich wollte ein Foto gemacht. Das wollte ich gar nicht. Immerhin B. La. Ich hab kein Eve mehr. Alles klar, mit der Rohrzange geht es drauf. Zack. Ich hab kein Eve. Ich muss das so machen. So. Alter. Ich hab kein Geld mehr für so eine Scheiße. Tut mir leid. Komm ich da rein? Tür auf. Oh, Tür zu. Komm ich hier durch? Ich will da durch. Ich komm nicht durch. Verdammt. Ich hab kein Eve mehr. Beziehungsweise nicht viel. Ah, wieder ein bisschen. Kann ich wieder auf den Kopf hauen. Das gefällt mir. So. Dann machen wir das einmal das hier auf. Wo auch immer ich jetzt da hinkomme. Tür auf. Oh, warum? Was habe ich denn getan? Nervt mich nicht. Alter, ich bin sowas von tot. Nö, ich bin tot. Könnt ihr knicken. Alter, ich bin sowas von hinüber. Kannst aber einen drauf lassen. Ich verschanze mich jetzt hier. Komm her. Ich habe alle Zeit der Welt. Oh fuck, ich wollte das eigentlich anzünden. Stirb! Yes! Wieder einen ausgeschaltet. Ich will ja wissen, was das mir gibt. Ist ja irgendwas, was ich brauchen kann? Ja, Verbandskäste und eine Spritze. Die nehme ich doch glatt mit. So. Ah, eine Pistole. Oh. Ist ja fast wie Sex, nur besser. Uah! Wer denn? Hör auf damit. Ich renne jetzt hier von Deckung zu Deckung. Ihr könnt mich alle mal. So. Wer nervt? Das Ding sieht mich nicht. Das ist ausgeschaltet. Ich gehe hier unten lang. Alter, Waffen. Boah. Jungens. Das war ja mehr Stress als alles andere.
Krasse Scheiße. Wer steckt mich jetzt hier hinten? Was macht der Haufen? Gibt der mir irgendwas? Ah, Maschinengewehr. Nice. Nehme ich doch mit. Munition immer gern gesehen. Die mache ich mal auf. Irgendwo über mir trollt noch einer rum. Mach auf. Ah, so viel dazu. Trollt der halt rum. Wow. Wow. Alter Verwalter. Ich sag's ja, übertreibt. Und ein Safe, den nehme ich mit. Ey, ich muss echt mal durchatmen. Das war gerade mehr Stress als alles andere. Ist da irgendwas drin? Vermutlich, sonst wäre da kein Eis. Wir haben ja glücklicherweise im Moment... Oh toll, Bibeln. Was will ich denn mit Bibeln? Im Moment genug Eve, dass wir auf den Kopf hauen können. Was haben wir hier? Schmelzen wir das auch mal schnell weg. Schrotflinte rausgeholt. Waffen-Upgrade-Station. Schrotflinte. Schadensteigerung. Kostet mich das nichts? Ach. Da kann man nur einmal was machen. Ist ja läppsch. Das hätte man mal vorher sagen können. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Tür auf. Gegner suchen. Gegner umnieten. Oh, was ist hier? Wow, wow, wow. Achso. Fontaine wird dich finden. Ja, Fontaine wird dich finden. Ich weiß ja nicht, wer das war, was sie wollen, aber Fontaine wird dich finden. Du hast es geschafft. Von jetzt an sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorn. Sagst du so? Ah, Spieldaten werden gelagen. Schmugglerversteck. Sehr schön. Gucken, was jetzt da auf uns zukommt. Spiel gespeichert. Ein paar Sachen noch mitnehmen. Oh, diese Wassereffekte sind toll, wenn man da durchläuft. Wow, 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 wow. Okay, cool. Okay, cool. Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock, aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von ihnen entfernt. Ich bin schon auf dem Weg. Ich helfe dir gleich. Ich muss nur gerade gucken, ob ich hier irgendwas... Ne, Post will ich nicht. Meine Waffen habe ich alle, danke. Okay, da hinten ist so ein... Eieiei, genau das Ding wollte ich eigentlich gerade hacken. Getroffen? Nein, aber jetzt. Hacken. Zack, 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 zack. So, ho, ho, ho. Da fließt es lang, dann fließen wir da hoch. So, dann nach rechts. Wo ist denn rechts? Da ist rechts. Lang, lang... Lang und lang. Tada! Ein Hoch aus Hecken. Ein Tonband. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fisch aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Drück auf den Schalter oben. Geht nicht, ich bin Hacke. Jetzt geht's. Finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Ja, ich habe gerade ein bisschen viel getrunken. Also ich trinke immer noch ein bisschen viel. Wow. Gut, schön, du hattest deinen Spaß. Ich sehe alles doppelt. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Ist dem so. Jetzt habe ich aber Angst vor dir. Ist ja... gespenstisch. Gespenstisch. Ihr wisst, was ich meine. Ach, da ist die U-Boot-Kugel. Interessant. Dann gucke ich da mal, gibt's hier noch irgendwas, was man... Nein. Na gut, dann drücken wir nochmal den Knopf. Oh, das klingt nicht gut. Oh, oh, oh. Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen.
Oh, fuck. Außer nur tatenlos zuzusehen. Ich kann sie nicht aufhalten. Muss mich zurückziehen. Hol meine Familie daraus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Okay, geh zum U-Boot. Ich hatte sie.